Ja, da bin ich wieder. Eine neue Folge. Willkommen zurück, liebe Leute. Eben gerade ist das Spiel abgestürzt, als ich den Dialog gerade gemacht habe. Aber wir können das nochmal machen, weil nach jedem Nicht gut. Teleport Gar nicht gut. gab es oder gibt es einen Speicherpunkt. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Und damit willkommen zurück. Wenn nicht, dann werdet ihr wahrscheinlich diese Folge gar nicht erst mitbekommen. Der Konverter in Nordabessa hat seinen Betrieb eingestellt. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich rechne in einigen Tagen mit einer Reaktion aus dem Eispalast. Nicht schlecht. Was kannst du mir noch berichten? Der junge Elexitor, von dem du sprachst, wurde beseitigt. Ja, das ist auch besser so. Er hätte uns gefährlich werden können. Offenbar hast du ganze Arbeit geleistet, Commander. Die Vorbereitungen für den nächsten Vorstoß in Richtung Eispalast sind damit getroffen. Der Hybrid müsste mittlerweile gemerkt haben, dass ein neuer Gegenspieler existiert. Sein Hauptinteresse galt ja bisher Edan und den Magiern der Berserker. Ich habe nie wirklich verstanden, wie ein paar freie Menschen so viel Aufruhr bei ihm verursachen konnten. Du solltest das doch am besten wissen, Jax. Hattest du nicht von ihm selbst den Auftrag, den Pilger Thorald zu finden und ihm sein Wissen über das umgekehrte Elex zu entreißen? Ja, aber vor Vollendung des Auftrags wurde ich abgeschossen und anschließend exekutiert, wie du weißt. Trotzdem ist der Auftrag immer noch nicht erledigt. Thorald wurde immer noch nicht von den Alps gefunden und das umgekehrte Elex, das die Berserker Mana nennen, ist immer noch die größte Bedrohung für den Hybriden. Okay, so weit waren wir beim letzten Mal schon. Das heißt, der Hybrid will das Wissen von Thorald haben, wo wir schon von Anfang an wissen, dass er auf Pilgerreise ist. Was das auch immer bedeutet, das wissen wir ja nicht wirklich. Die Berserker haben ja eine andere Möglichkeit entwickelt, das Elix zu nutzen, was ein bisschen feinfühliger ist. Puh. Ja, ich habe irgendwann auch das Achievement bekommen, Vorbereitung. Also, als die Folge jetzt abrupt zu Ende war, und das Spiel abgestürzt ist. Ja, vielleicht ist der Hybrid ja auch gar nicht die Wurzel des Problems. Wie konnten wir uns bloß auf diesen. Ja, ich denke, das ist eine gute Frage. Wie konnten wir uns bloß auf diesen Kuhhandel mit dem Hybriden einlassen? Er kann sehr überzeugend sein. Vor allem, wenn man bedenkt, wie weit unser Volk mit seiner Hilfe gekommen ist. Wie auch immer, Thorald ist der Schlüssel. Sein Wissen könnte über Sieg oder Niederlage in diesem Krieg entscheiden. Es heißt, dass Thorald kurz davor ist, das umgekehrte Elex replizieren zu können. Und wenn schon? Nun, wir haben bisher angenommen, dass die Menge von Elex hier auf Magalan eine feste Größe ist. Stell dir vor, was passiert, wenn Thorald in der Lage ist, mehr umgekehrtes Elex zu erzeugen, als seine Feinde an reinem Elex fördern können. Ja, richtig. Die Berserker könnten sich zur stärksten Macht auf Magalan erheben. Leicht vorzustellen, was sie dann mit unserem Volk machen werden. Der Eispalast würde fallen und alle Alps werden vernichtet. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Berserker beteiligen sich sicher nicht an einem Völkermord. Dafür gibt es keine Sicherheit. Die Menschen handeln sehr oft irrational. Du musst deinen alten Auftrag endlich erledigen und Thoralds Wissen sichern. Das Schicksal von uns allen hängt davon ab. Bisher war deine Unterstützung nicht viel mehr als Worte. Ich will erst sehen, dass du nicht zahnlos bist, bevor ich den nächsten Auftrag von dir entgegennehme. Zeig mir deine Armee. Wie du willst. Du sollst wissen, mit wem du es zu tun hast. Okay, jetzt bin ich aber mal richtig gespannt. Verunstaltete Kreaturen, die dem Elex-Konsum verfehlen. Nur diejenigen, deren Geist stark genug ist, halten den Verfall und Wahnsinn stand, den es jedem Konsumenten bereithält. Zardom hat einen Weg gefunden, sie zu bändigen und zu kontrollieren. Sie große aggressive Soldaten, die für ihren Anführer in jeder Schlacht ziehen und bis in den Tod für ihn kämpfen.
Hätte ich jemals ernsthafte Zweifel an Zadons Macht. Also werde ich seinen Plan weiter verfolgen. Er scheint meine beste Option zu sein. Pasus 3. Der offene Krieg? Ich muss zurück nach Imperiatoren meine Aufwartung machen. Ich muss meine alte Mission zum Abschluss bringen und Thorans Wissen erwarten. Ich brauche etwas Handfestes, bevor die Eifersäule schlägt. Da hat gerade die Soundabmischung nicht gestimmt. Okay, das ist überzeugend. Dann geh jetzt und erledige endlich deine alte Mission. Sehr gut. Gut, das heißt, wir müssen Thorald finden. Das dürfte interessant werden. Also, die Gefahr, die von ihm ausgeht, ist, wenn er es schafft, das künstliche Elix, also das umgedrehte Elix, zu replizieren, dann haben die Alps ein Problem, weil sie dann natürlich, sie haben bald Elix, was halt irgendwann ist es halt erschafft, und die haben dann halt einen Vorkommen, was sie halt jedes Mal selber neu erschaffen können. Wäre natürlich für den Hybriden, ja, eine schlimme Vorstellung. Wir sind Level 25, kann das sein? Nee, wir sind ganz kurz vor Level 25. Aber wir haben 10 Punkte und wir werden jetzt wieder Konstitution leveln. 64. Und dann werden wir wahrscheinlich mal noch die anderen Berufe mitnehmen. Erst einmal gucken wir mal ganz schnell rein, was wir jetzt als nächstes machen. Ignadon steht noch auf dem Programm oder Konfrontation mit dem Pilger. Als erstes möchte ich eigentlich in dieser Folge mal zurück zu meinen Begleitern. Wo waren die nochmal? Die waren hier unten irgendwo. Hier sind sie. Ich möchte mit denen mal noch ganz kurz sprechen, bevor wir weitermachen. Aber interessant. Also Zadom hat da wirklich ganz schön große Pläne. Ich habe allerdings das Gefühl, dass Zadom eigentlich immer noch für den Hybriden arbeitet. Das würde Sinn ergeben. Mal schauen. Wo ist eigentlich... Ach, da hinten. Nee. Fehlt hier nicht einer? Die Alps sind der Feind. Die Menschen müssen aufpassen, dass sie sich jetzt nicht überrennen lassen. Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Starke Emotionen zu haben, kann gleichsam Fluch oder Segen sein. Man sagt, dass gute Taten auch immer Gutes hervorbringen. Doch gibt einem die Kraft der Wut und Aggressionen die nötige Stärke, um seine Ziele leichter erreichen zu können. Musstest du dich eigentlich unbedingt einer Fraktion der freien Menschen anschließen? Was hätte ich deiner Meinung nach Besseres tun sollen? Ich will meine alte Stärke zurück. Hm. Vielleicht hast du recht. Egal. Ich dachte, ich frag mal. Wegen deiner Verfolger. Hier ist der Schädel von Pollux. Sieht gut aus. Das würde ich eine gute Tat nennen. Du nimmst ihm die Last von den Schultern und mir auch. Warte hier. Nun zu dir. Im nördlichen Konverter von Abessa befindet sich ein Schloss mit dem Code 3210. Gut, danke. Eine Hand wäscht die andere. Offensichtlich. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Dieser Krieg ist eine reine Vernichtung von wertvollen Ressourcen. Wir sollten das Elex für effizientere Aufgaben nutzen, anstatt es auf den Schlachtfeldern zu verschwenden. Was sollte das denn jetzt? Naja. Nur mal so am Rande, aber fehlt hier nicht einer? Oder ist der in der Basis drin?
Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Wo ist denn Ray hin? Oh nein, Ray ist weg. Hat Ray irgendwo vergessen? Da ist Ray. Aha, Ray ist also da hinten. Hat es gemütlich gemacht im neuen Lager. Das ist sehr interessant. Ja gut, dann würde ich sagen, bevor wir nach Ignadon aufbrechen, machen wir einfach die nächste Hauptmission. Konfrontation mit dem Pilger. Da unten ist er. Dann werden wir unterwegs, glaube ich, noch ein paar Monster prügeln. Weil wir ja ein bisschen Kohle brauchen. Das steht auch noch auf dem Programm beim großen Aufzug. Was denn? Das dürfte ein weiter Weg werden. Also ich möchte Thorald nicht töten. Wir wollen ja nur das Geheimnis von dem ganzen Scheiß erfahren. Da hinten ist er wahrscheinlich. Am Horizont sieht man so ein bisschen das Ziel unserer Reise, da ganz hinten. Sind echt kein Problem mehr. Wir haben auch mal gute Erfahrungen dabei und vor allem viele Gegenstände dabei. So, das heißt, wir haben jetzt eine lange, lange Reise vor uns. Wir müssen da lang. Was ist hier unten eigentlich? Ja, schau einer an. Eine Schatulle erhalten. Hier geht's lang, oder? Ja. Dürfte ein langer Fußmarsch werden, bis wir da sind. Aber das kriegen wir, glaube ich, irgendwie schon gebacken. Jetzt über die Brücke. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ach, hier sind die Banditen gewesen. Dann gehen wir vielleicht an der Küste entlang.
Das heißt, wir gehen jetzt einfach den Weg, der sich hier gabelt, nach oben. Hier waren wir, glaube ich, überhaupt noch nicht. Die Geisterstadt habe ich nicht nochmal irgendwie Bock reinzugehen, auch wenn ich da eigentlich alles niedergemetzelt habe. Da kommt was raus. Keine Ausdauer mehr. Au, 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 au. Okay, da habe ich mich ein bisschen übernommen. Da darf ich nicht zu viel Ausdauer. Zu viel Schläge reinsetzen, weil sonst habe ich keine Ausdauer mehr für die Rolle. Ah, jetzt habe ich den ganzen Weg wieder zurück. Hätte ich mal gespeichert. Na gut, das machen wir jetzt auch mal auf die altmodische Art und Weise. Wenn wir uns einfach runterfallen lassen, würde ich sagen. Also da ist auf jeden Fall so eine Ekelspinne. Da darf ich nicht mal eine volle Ausdauer verbrauchen gegen die. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir lang gehen müssen. Ich könnte die auch umgeben, aber hey. Auch ganz gut OP. Jetzt über die Brücke und dann. Ne, stimmt ja gar nicht, oder? Müssen wir da lang? Müssen hier lang, ist schon richtig. Ja. Jetzt einfach den Weg. Weiter entlang und jetzt hier dann dran vorbei und dann kam dann auch, glaube ich, die große Spinne. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Das heißt, wir werden Folgendes machen. Wir werden eine Runde speichern. Und an dieser Stelle aufhören und dann geht es in der nächsten Folge weiter und dann gucken wir mal bei den guten Torwart-Fan. Also bis dahin. Tschüss.